Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einer neuen Wochenbotschaften für die kommende Woche. Ja, wir schauen tatsächlich schon in die Woche, ja, wo Ostern ist rein, ne? Bis Ostersonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das heißt, auch der März geht jetzt vorbei. Ja, wir schauen jetzt von Montag bis Sonntag, wie immer natürlich, und diesmal vom 25.03. bis zum 31.03. bis Ostersonntag schauen wir uns die Kollektivenergien an, in Liebe, Beruf, Partnerschaft. Wie geht es uns? Was zeigt sich so? Was dürfen wir angehen? Was sollen wir lassen? Zeit und Raum gibt es da oben nicht. Aber es ist immer ein ganz gutes Feeling, wenn wir sehen, ja, wo wir so stecken. Ne? Sind wir gut ausgerüstet für die kommende Woche oder haben wir Stress jetzt wegen noch den Ostervorbereitungen? Wie auch immer. Da schauen wir uns natürlich sehr, sehr gerne an. Es ist ein Kollektivorakel, es kann passen, ihr Lieben. Es können aber Themen sich natürlich auch bei jedem Einzelnen verschieben, priorisieren. Und deswegen, ja, kann es auch sein, dass alles mal bei euch später kommt oder schon gewesen ist. Deswegen ist immer ganz wichtig, auch eine individuelle Legung zu machen, dann noch eine Jahreslegung zu machen. Wir sind ja noch in dem Sinne noch am Anfang, im ersten Viertel. Deswegen also lohnt sich das immer noch. Kontaktiert mich dafür sehr gerne. Unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, aber auch in den Kanalinfos. Ich freue mich auf euch natürlich sehr. So, jetzt begrüße ich meine lieben Abonnenten. Meine Güte, heute habe ich mit der Sprache aber ein bisschen, ne? Meine lieben Abonnenten, schön, dass ihr wieder hier seid. Schön, dass ihr mir die Treue haltet, dass ihr immer mit dabei seid. Jetzt habe ich ja meine 4 Jahre auch schon fast geschafft hier. Und deswegen danke, 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 danke. Ganz viele Kussis an euch. Ich weiß gar nicht, ob die geflogen sind jetzt, ob ihr die sehen konntet. Aber auf jeden Fall ganz viele Kussis und Drücke an euch. Ganz lieb, dass ihr da seid, immer. Ja, und wer heute ganz neu dabei ist, euch drücke ich auch, euch schicke ich auch ein paar Bussis hier natürlich, dass ihr da seid. Ich hoffe, es gefällt euch hier auch. Wenn es so ist, dann freue ich mich auch, wenn ihr hier bleibt. Kostenloses Abo tut nicht weh, das abzuschließen. Das hört sich immer so extrem an, abzuschließen. Nein, einfach nur den Button drücken, die Glocke aktivieren, auch gilt an euch alle, dann verpasst ihr keine Videos und Informationen, wenn welche von mir kommen. Ja, und der Daumen nach oben. Ja, ich sag's immer wieder, es wird trotzdem immer vergessen oder wie auch immer. Es wäre so, 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 so schön, wenn ihr mal dran denkt. Ja, vielen lieben Dank dafür. Okay, ich würde sagen, wir starten und wir gucken uns jetzt die Woche an, vom 25.03. bis zum 31.03.2024. Bis Ostersonntag schauen wir uns Gründonnerstag, Karfreitag, wir schauen uns alles an. Was dürfen wir wissen in der Woche? Liebe, Beruf, Partnerschaft, Finanzen, Selbstständigkeit. Ihr wisst, ne, münzt den Anker mal auf eure Situation um. Auch wenn ihr Behördengelder bekommt, dann ist das auch da. Bekommt ihr euer Geld. Deswegen kann man den Anker dafür auch nehmen im Kollektiv. Okay, dann machen wir mal die ersten 3 Stapel und schauen uns mal an, was die uns hier bringen in der Osterwoche. Die Schlange geht raus, ist schön. Der Mond und die Verbindungsvertragskarte. Komplikationen, Seelenverstrickungen, ne? Das ist so gerade mit dem Mond zusammen, Mond ist unsere Seelenkarte. Die Schlange, natürlich Komplikationen, Mutter-Vater-Themen, wie auch immer. Vielleicht auch in Anführungsstrichen eine Drittkonstellation, die ihr habt oder Themen, die einfach so euch auf der Seele auch liegen, die auch in Bezug auf Partnerschaft, auf Verbindungen auch zu übertragen ist. Ne? Wir haben ja jetzt hier keinen 4. Stapel, deswegen ist das. Es geht hier um die Emotionen auf jeden Fall, um unsere Seele und auch um Themen drumherum, die vielleicht noch nicht so schön waren. Aber die Schlange guckt jetzt raus und jetzt können wir tiefe Partnerschaft, wenn wir wollen, auch leben. Das ist der Umkehrschluss, wenn wir alles bearbeitet haben, hinbekommen haben, erledigt haben sozusagen, dann können wir auch weitergehen, ne? Dann können wir halt auch weitermachen. Vor allen Dingen, dann können wir auch tatsächlich die Liebe besser auch leben, wenn wir da frei sind. So, ich muss aber gerade mal einmal bis 9 zählen und dann sage ich natürlich jetzt auch direkt im Anschluss hier bezüglich, liebe Herren, wir sind alle hier die Frau im Kartenblatt, hier die 29, weil es für mich einfach ist, wir sind hier mehr Frauen als Männer. Also Fragesteller, Fragestellerin hier auf der Position 6 auf den Wolken und der Mann hier im Kartendeck ist Herzmensch, Herzmenschen. Ne? Und wenn ihr bei mir natürlich privat bucht, dann seid ihr auch der Mann im Kartenbild.
Aber hier ist es einfacher, weil wir einfach mehr Frauen sind und deswegen ist das auch in Ordnung. Aber ich freue mich über jeden Mann, der hier ist und auch der bucht, freue ich mich auch immer sehr. So, hier ist der Mann, Herz, Mensch, Herz, Menschen. Ja, der Reiter auf Reiter. Viele Aktivitäten. Naja gut, jetzt vielleicht auch bezüglich Ferien, Kinderferien, Urlaub, vielleicht jetzt auch wegen dem Feiertag nimmt man sich gerne. Ja, auch den Brückentag, ne? Das ist, dass man vielleicht sagt, also Brückentag ist das ja der Donnerstag, gut, Donnerstag ist kein Brückentag, aber vielleicht verlängertes Wochenende, dann hat man natürlich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag frei, wenn es so möglich ist. Aber es gibt ja auch ganz viele, die feiertags arbeiten und vielen lieben Dank euch dafür auch, ne? Mit einem dicken Drücker auch, ja, lasst es euch so drücken, dass ihr auch an Feiertagen die Restaurants, Ärzte, Krankenschwester, Notdienst, Polizei etc., Feuerwehr, also ich möchte jetzt niemanden vergessen, deswegen höre ich auf, aber alle, die arbeiten müssen, sollen, dürfen, auch in Produktionen, wo es weiterlaufen muss, dickes, dickes Dankeschön, dass ihr das macht und uns sozusagen den Rücken auch frei haltet, ne? Genau, Reiter auf Reiter heißt wirklich Aktivität, positiver Fluss, es geht vorwärts, ne? Positive Nachrichten, auch eine Spiegelung mit der Kommunikation und das plötzlich und wir sind im Frühjahr jetzt, ne? Ja, also wenn ihr wirklich auf etwas wartet, dann kommt das jetzt auch schneller, als ihr wirklich auch denken könnt, gucken könnt, wie auch immer. Wir liegen auf den Wolken, das heißt auch hier ein bisschen Unklarheit, ein bisschen wissen vielleicht noch nicht so ganz genau, was wir jetzt machen sollen, was wollen wir als nächstes, ich sage das ja ungern immer, so in Angriff nehmen. Hupsala, jetzt mache ich schon hier noch einen Toast auf euch. Ne? Nein, aber es ist auch manchmal so, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, weil halt Gespräche stattfinden. Vielleicht finden auch Gespräche beruflich statt, die nicht so gut laufen, ne? Wo man macht und tut und trotzdem funktioniert es nicht so, wie man sich das wünscht. Aber schicksalhaft ist es halt gerade so. Und schicksalhaft ist auch diese Aufregung da. Aber trotzdem ist es wichtig, weiterzumachen, weil der Reiter signalisiert, dass es kommt die Ernte, es wird auf jeden Fall gut werden. Und auch dieses Zu uns finden, was ich vorhin auch schon sagte, es ist wichtig auch, ne, hier, dass wir unseren Wachstum auch leben. Wir haben hier wirklich auch das Herz und wir haben einen Sarg. Wir haben auf den Sarg die Schlange, das heißt auch Mutter-Vater-Themen, ne, die dürfen jetzt rausgehen. Alles, was im Häuslichen uns irgendwie festhält, ne, diese Altlasten oder Mindset, das darf hier rausgehen. Ne. Das ist jetzt sehr schön zu sehen. Die Entscheidungen bezüglich des Herzens sind auch hier. Und da haben wir das Alltagsglück, was noch ein bisschen mit Stress und Hektik ja, mit sich geht. Vielleicht auch wegen Ostertagen. Vielleicht sieht man wieder bestimmte Personen auch, man lange nicht gesehen hat. Man ist eine Aufregung da und. Wichtig ist die Wiederfindung hier zum Herzen auch. Wir haben die Isolation, die Trennung hier auch auf dem Herzen liegen. Und es kann auch sein, dass hier in den Wintermonaten halt eine Trennung stattgefunden hat. Letzte Woche waren es auch eine Linie Herz-Mensch und wir im Endeffekt. Ne? Aber es kann gut sein, dass jetzt alles wieder auf Anfang geht. Ne? Und das ist auch etwas, was auch schön zu sehen ist. Schaut es euch an. Ne? Man kann Herzen auch reparieren, wenn es sein soll. Die Entscheidung, Veränderung mit den Nachrichten plötzlich jetzt im März kommen von dieser Person. Ne? Und da ist auch hier die Seelenkarte drauf. Wir haben das Alltagsglück. Wir haben hier wirklich auch das Frühjahr auch als Karte dabei mit dem Reiter, dass halt Treffen auch stattfinden. Und wir haben hier auch Treffen bezüglich auch hier Partnerschaft auf dem, im Schicksalshaus mit dem höchsten Glück. Schaut mal, wo er da sie reinguckt. In die Wunscherfüllung, da ist die Sicherheit drauf. Auf die höchste Karte, da ist die Veränderung. Partnerschaft, die Entscheidungen. Hier vielleicht auch bei dem einen oder anderen wird Freund. In dem Sinne halt, ja, ich sag mal, die Entscheidungen, da haben wir die Liebe drauf liegen und daneben der Hund, ne, dass die der Verlust von der Freundschaft in die Liebe geht. Ne? Trennung von der Freundschaft, Entscheidung für mehr. Ich denke, mein eine oder andere wird das auch gerne oder gut auch haben wollen. Reiter haben wir mit den positiven Nachrichten, Aktivitäten, in den Fluss kommen mit den Nachrichten bezüglich hier Verbindungen, auch Seelenverbindungen hatten wir vorhin schon. Also mega schön. Ne? Beruflich hier die Sonne drauf, falls jemand da Bezug hat und beziehungsweise was verändern möchte. Im Sommer spätestens ist es hier wieder so, dass man die Wunscherfüllung mit dem Vertrag auch leben kann. Vielleicht ist es aber auch so, dass jetzt irgendwas kommt mit dem höchsten Glück. Das muss nicht immer der Sommer sein. Hier ist die Beständigkeit schön drauf, die Gespräche sind drauf, über Verträge. Ne? Kann sein, dass der eine oder andere da so noch ein paar Abstriche machen darf. Aber ich sage manchmal, wenn die Menschen um einen herum stimmen, dann kann man auch manchmal ein bisschen weniger verdienen. Ne? Hauptsache, und das ist ganz wichtig,
dass wir uns wohlfühlen und trotzdem auch mit dem Geld noch irgendwo klarkommen. Ne? Also wir können nicht alles nur, ich sage euch immer Licht und Liebe, ich freue mich, wer das kann, davon leben, ich kann es nicht. Und deswegen müssen wir natürlich auch ein bisschen verdienen halt auch. Ne? Mittellinie sind die Tacheles-Gespräche über Neuanfang, über treue Loyalität und hier auch mit dem Geld, emotionale Fülle oder materielle, finanzielle Fülle. Wir haben Wachstum hier, wir haben die Wunscherfüllung auf dem Geld auch, aber natürlich auch auf der lieben Liebe. Er oder sie ist hier im Hause der Sicherheit, auf dem Schlüssel. Da haben wir Schlüssel halt auf der Wunscherfüllung. Hier guckt er oder sie in die Wunscherfüllung rein. Also mega und vor allen Dingen auch sehr nah, weil schon wieder hat er dich, uns, wie auch immer hier im Kopf, ne? Eine Trennung vollzogen von dir vielleicht in den Wintermonaten, in den letzten Monaten, wie auch immer. Oder eine Trennung von einer dritten Person vielleicht auch, ne? Und jetzt ist endlich die Freiheit da, ne? Dass es halt gelebt werden kann. Und ich sage so, das ist so, manchmal überrumpelt uns vieles auch. Ne? Gerade wenn auch Verankerungen stattfindet, wenn es halt ernster wird. Schaut hin, warum es so ist. Warum kriegt ihr manchmal Atemnot? Warum ist etwas so, wie es ist? Weil es ist total schön, wenn wir die Klarheit haben, ne? Dann können auch die Blockaden hier gehen. Wir haben schon die helle Seite auf dem Herzen. Wir haben es auf dem Vertrauen wieder, dass wir unseren Weg auch gehen können, weil wir vertrauen auch. Wir haben total schön auch in unserer Korrespondenz hier mit dem Bau, mit dem Wachstum, wo die Gespräche halt auch stattfinden, ne? Und wo gewisse Sachen auch offengelegt werden, wo gewisse Sachen festgemacht werden. Auf jeden Fall Verträge allgemein im Frühjahr ist auch da zu sehen. Aber es kann sein, dass man Abstriche machen muss, darf, soll. Wegen der lieben Liebe vielleicht auch. Ne? Dass man vielleicht schneller irgendwie eine Wohnung haben muss, weil man zusammenziehen möchte und deswegen Kompromiss macht. Oder vielleicht zu jemanden hinzieht und deswegen eine Einschränkung hat beim neuen Arbeitgeber oder in der Selbstständigkeit muss man sich wieder neu alles in Anführungsstrichen auch aufbauen und, und. Aber das nimmt man für die liebe Liebe dann auch öfter mal in Kauf, ne? Oder auch, was ist öfter? Ja, vielleicht auch öfter. Ging mir schon mal auch so, deswegen kam wahrscheinlich bei mir das jetzt auch so. Aber nimmt man dann ja auch gerne in Kauf. Wir haben hier auf der Vertragsverbindungskarte haben wir die Entscheidung, da ist das Herz bezüglich auch eines Unternehmens, ne? Auch vielleicht für die Selbstständigkeit ja zu sagen mit dem Alltagsglück. Was so am Anfang halt erstmal noch so ja, oberflächlich ist, aber dann ins Eingemachte auch geht und schicksalhaft kommen hier auch wirklich deine Verträge zustande in der Selbstständigkeit mit Kunden, ne? Mit dem höchsten Glück, mit der Wunscherfüllung auch. Und dann ist egal, ob es am Anfang erstmal Verluste gab, ne? Man baut drauf auf, ich habe euch auch gesagt, ich bin 12 Jahre jetzt selbstständig. Das war nicht immer alles so einfach, gerade die herausfordernde Zeit. Und wer hier schon lange dabei ist, weiß das auch von mir, weil ich da auch offen immer gesagt habe, dass es so ist. Dann haben wir hier, guckt mal, Schicksalkreuz spiegelt sich mit dem Sicherheitsschlüssel. Da ist er oder sie drauf, ne? Hier mit der Seelenverbindung, mit dem Alltagsglück im Frühjahr, mit Treffen, mit positiven Nachrichten, alles. Und hier der Reiter korrespondiert hier mit der Partnerschaftskarte auch. Also Frühjahr, ich kann eigentlich wirklich wieder sagen, auch wie letzte Woche, es geht hier schnurstracks Richtung Liebe, Liebe, Leben. Definitiv, definitiv. Und das war in den letzten Wochen auch ein großes Thema, wieder zu sich selbst zu finden. Selbstliebe, Selbstbewusstsein, im Innen alles aufräumen. Denn wie im Innen, so im Außen. Und wenn ich nicht mich selbst liebe, beziehungsweise wenn ich unzufrieden mit allem bin, kann ich im Außen auch nicht lieben. Dann können die Entscheidungen nicht kommen. Ist nun mal so. Und Entscheidungen wollen definitiv kommen. Und die Herz möchte wieder sozusagen zusammengefügt werden. Peu à peu, ne? Ob das jetzt, habe ich euch auch schon gesagt, ob das jetzt mit einer Person ist, die man schon kennt oder jemand ganz Neues. Jetzt auch, wenn ich jemand Neues jetzt beschreiben dürfte. Wir haben hier 6 Karten, nicht 9. Hier kann in der Bank arbeiten, kann mit Geldern zu tun haben, kann aber auch mehr Geld auch, ich sag mal, haben selbst, kann selbstständig sein, ne? Kann über die Freundschaft auch erstmal kommen, möchte Entscheidungen auch selber treffen, auch neue Wege gehen, ne? Also die Entscheidung für einen neuen Weg und die Wunscherfüllung, hier die Spiritualitätskarte, die Klarheitskarte heißt immer, dass es auch jemand ist, sehr empathisch ist und feinfühlig ist und das finde ich auch gar nicht immer so unwichtig. Und dadurch, dass er oder sie korrespondiert mit dem Anker, kann es auch gut sein, dass man beruflich über sein oder über euren Beruf denjenigen kennengelernt oder sie halt. Wenn ihr, jemanden noch nicht habt, ne? Wenn jemand Neues hier auch kommen sollte, könnte, dürfte, wie auch immer. Ne? Aber diese Konstellation ist total schön, wo er oder sie reinkommt. Wunscherfüllung in die Sonne,
Und hier in die Partnerschaftskarte, die sich wirklich mit den Aktivitäten auch kreuzt. Die Nachrichten über Gefühle auf Seelenebene. Hier doppelt die Tiefe auch auf der Seele halt. Das Herz schicksalhaft. Und deswegen ist natürlich hier auch, ne, manchmal Ängste da. Vielleicht werdet ihr auch überrollt von der lieben Liebe. Und dann wisst ihr gar nicht mehr, was ihr machen sollt. Dann seid ihr einfach, ja, mal sprachlos auch. Ne? Dann lasst es aber auf jeden Fall zu. Das wisst ihr, das mag ich nicht. Nimmt es auch an, dass ihr auch dran seid. Ne? Dass ihr diese Transformation wieder auch zur Liebe findet. Ne? Wo ein Ende ist, auch ein Anfang. Komplikationen gehen raus. Und das sind auch für mich Vater-Mutter-Themen, wenn das Haus auch auf der Schlange drauf ist. Manchmal auch Komplikationen, natürlich auch eine Bleibe zu finden, zu selbst, ich sag jetzt mal auch, ja, vielleicht mit jemandem zusammen schnell auch was Gutes zu finden. Deswegen kann auch sein, dass da auch das Haus auf der Schlange auch nochmal drauf ist. Aber wir haben ja die Schlange schon auf dem Sarg, was wirklich heißt hier, wir haben den Sarg auf dem Winter stehen. Das darf hier alles rausgehen. Seid positiv, manifestiert das, was ihr euch wünscht, in jeglicher Hinsicht. Seid da positiv, geht positiv da voran. Seid nicht, oh ja, bei mir klappt das eh nicht, blablabla und am Jammern, sondern schwenkt da um, ganz wichtig. Energie folgt der Aufmerksamkeit und wir können uns auch alles wünschen im Universum. Und ihr wisst, dass es auch oftmals funktioniert. Bei mir funktioniert es immer mit Parkplatzsuche. Ich mache das immer schon vorher, dass ich mir das wünsche und ich bedanke mich vorher auch für viele Sachen auch und dann kriegt man auch so Kleinigkeiten auch zurück. Und wenn ihr auch jemanden Neues haben möchtet, dann definiert ihn genau oder sie genau, wie ihr sie haben wollt. Groß, klein, ne? Auch die Größe angeben und. Weil sonst kann es im Universum euch nicht diese Person schicken, die ihr ganz gerne auch haben wollt. Ne? Und zuletzt habe ich vorhin aber auch gesagt, ist auch ganz, ganz wichtig, hier diese Gespräche halt auch in Freundschaften, über Gefühle halt auch. Wir haben den Fuchs auf der Veränderung gucken drauf. Wir haben auf dem Fuchs haben wir den Neustart. Hier haben wir das Schiff, was peu à peu in Bewegung geht. Da sind noch die Blockaden drauf. Aber wenn die Klarheit kommt, ne, dann braucht ihr nicht mal anzuzweifeln, weil ich sag mal, der Fuchs in der Diagonale zur Schlange, was auch heißt, hier definitiv ist das falsch, wenn ihr euch da extreme Sorgen macht. Seht euch die Themen an, definitiv. Schaut euch auch an, wenn es eine Veränderung im Häuslichen sein soll und das plötzlich jetzt im Frühjahr ist auch, also falls jemand diese Frage auch hatte, ist auch hier anzusehen. Es kann aber sein, dass das alles nicht so reibungslos, nicht so einfach geht. Dann schaut richtig hin. Ne? Wir haben auf jeden Fall hier schon, dass dadurch wieder eine nächste Stufe erreicht wird, ob mit ihm oder ihr zusammen oder für euch alleine. Aber das ist ganz wichtig, dass ihr da richtig hinschaut, ne? Dass das halt auch die Balance dadurch auch kommen kann. Auch wenn es im ersten Moment nicht so einfach ist, da etwas zu finden oder wie auch immer. Es kommt dann schon, mit Sicherheit auch. Ne? Und die Veränderung kommt dann. Vertraut da auch drauf. Das ist vielleicht auch etwas, was man sagen darf. Vertraut drauf und seid nicht so, dass ihr nur das, ich sage jetzt mal, Allerschönste etc. oder die eierlegende Wollmilchsau wollt, sondern schaut vielleicht tiefer hin, was man vielleicht machen kann. Ne? Ich sage mal, was verändern kann, was man renovieren kann, wenn man jetzt häusliche Seite, irgendwas sucht, Wohnung, Haus und es hat nie funktioniert in der letzten Zeit. Ne? Klar, wenn das Haus auf den Komplikationen liegt und daneben liegt auch die Schlange, das kann gut sein. Aber jetzt ist die Zeit, also das Frühjahr ist da angezeigt für, dass das jetzt alles auch sich ändern kann. Deswegen schaut jetzt richtig hin, gebt noch nicht auf, ne? Das ist das Wichtigste, dass ihr halt da nicht aufgibt. Und vielleicht schaut ihr euch mal auch mal was an, was ihr euch nicht angeschaut hättet und vielleicht kann man da was ganz Großes draus machen. Gerade auch gemeinsam oder für euch, für euren Neustart, auch wenn ihr auch ne, zur Liebe, auch zum Herzen, zur Selbstliebe auch jetzt gefunden habt, wenn ihr die Themen, auch eure Vergangenheitsthemen auch abgearbeitet habt. Ne. Manchmal ist man nämlich wirklich so, man hat sein Schema im Kopf und man hat vielleicht auch schon 1000 Wohnungen angeguckt, es hat nie geklappt und dann gibt man irgendwann mal auf. Und jetzt sage ich euch, nicht aufgeben, weitermachen und vielleicht auch mal etwas anschauen, was auf den ersten Blick vielleicht nicht die erste Wahl gewesen ist, weil vom Kartenbild her sieht es aus, als wenn ihr da wirklich eine Überraschung auch erlebt, weil da die Sicherheitsschlüssel auch dabei ist. Ne? Und deswegen zweifelt auch nicht an der Veränderung. Das ist nun mal, ne? Wir haben nun mal unsere Lernaufgaben und dann kommen auch Themen, die uns irgendwann mühselig werden und wo wir sagen, das reicht mir jetzt, ich lasse das jetzt, ich will das nicht mehr. Aber dann sagt euch jetzt nach dem Kartenbild auch, jetzt erst recht. Okay, ihr Lieben, so, ich wünsche euch alles, alles Liebe in dieser Woche. Ich wünsche natürlich, wir hören uns dann, sehen uns vielleicht ja noch bei einem anderen Orakel, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten am Ostersamstag dann, ne, zu dem nächsten Wochenorakel. Dann habt auf jeden Fall
einen ruhigen Karfreitag oder einen ja nicht zu stressigen Karfreitag, wenn ihr arbeiten dürft, müsst, sollt, dann habt ihr bestimmt einen anderen Tag dann dafür frei. So, dicken Herzensdrücke an euch und ja, alles Liebe und bis zum nächsten Orakel. Tschüss!